Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Ein herzliches Willkommen im Ich-Podcast. Heute mit einem Interviewgast, der lieben Julia Wegner. Hallo Julia. Hallo, guten Abend. Und hallo Martje, genau, denn wir sind ganz weit auseinander. Martje und ich, also ich nehme mal an, Martje ist im Moment auch gerade in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen, vom Hintergrund her. Und Julia gerade in USA, also weit weg. Deswegen haben wir auch eine für uns aus Erfahrung ungewöhnliche Zeit gewählt, jetzt das Podcast-Interview aufzunehmen, von der Uhrzeit her, damit wir so ein bisschen, da die Zeitzonen sehr weit auseinander sind, so ein bisschen übereinkommen. Bei Julia ist es 8 Uhr morgens, bei uns ist es 17 Uhr nachmittags, also fast schon abends. Ja, und jetzt legen wir los. Wir haben ein interessantes Thema. Vielleicht, bevor wir loslegen, Julia, erzähl mal für die wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du so, was machst du so, wo kommst du so beruflich her, um dann auf das spannende Thema zu kommen. Ich verrate schon mal, History Clearing für Kinder und Jugendliche. Genau, aber erstmal zu dir, liebe Julia. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, ich bin eben Julia Wegner und habe viele Jahre eine eigene Kindertagesstätte in Luzern in der Schweiz geleitet, wo wir die Kinder von 3 Monaten bis zum Schuleintritt betreuen. Und habe da ganz viel Erfahrung natürlich mit den Kindern und vor allen Dingen auch mit den Eltern gesammelt. Und das ist eigentlich mein Leben, ne? Mit Kindern inzwischen auch rund um die Welt, würde ich sagen, arbeiten, beobachten. Ich habe natürlich da auch viele Lehrtöchter ausgebildet. Ich habe auch an der Berufsschule unterrichtet, so dass das ganze Thema Bildung, Pädagogik, frühkindliche Bildung immer bei mir im Fokus stand. Und ja, das ist so das, was mich immer wieder antreibt. Und so ein Schlüsselthema für mich ist wirklich diese Fragestellung, die ich schon sehr früh in meinem Leben hatte, so mit 12 Jahren. Wieso vergessen wir Menschen so, warum wir hier sind? Ne? Was ist unser Seelenauftrag? Was haben wir uns vorgenommen hier? Und das habe ich so als Vision immer in meinem Leben gehabt, das zu wahren, das zu schützen, dass die Kinder in einem Raum aufwachsen, wo ihnen immer wieder Fragen gestellt werden, damit diese Elemente erhalten bleiben, ja, dass man so ein bisschen genauer weiß, was macht mir Spaß im Leben, was begeistert mich, was tut mir gut und wo darf meine Reise hingehen. Und ja, auf diesem Weg bin ich eben auch zu History Clearing gekommen, weil ich natürlich viele Kinder auch erlebt habe, denen es nicht so gut geht, die viele Blockaden haben in ihrem Leben, die viel übernommen haben von den Eltern, was man als Kita-Leitung sehr intensiv lesen und sehen kann. Und als ich das erlebt habe in meinem eigenen Sein durch das Auflösen der karmischen Muster oder der transgenerationalen Traumata bei mir selber, habe ich gedacht, wow, ja, das ist der Schlüssel, das ist das, wo ich schon immer wieder selber mir Gedanken gemacht habe, was kann man da für Hilfestellungen geben? Und ja, dann ging es wirklich darum, History Clearing zu lernen natürlich, erstmal für Erwachsene und jetzt im zweiten Schritt eine Sprache zu finden für die Kinder und Jugendlichen, wie History Clearing mit ihnen umgesetzt werden kann. Sehr cool. Du hast ja auch, muss man sagen, hast jetzt noch gar nicht verraten, aber ich glaube, ich darf es verraten. Du hast ja 3 wundervolle Töchter, bist gerade mit deiner ganzen Familie und umrundest die Welt. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wo du gerade bist. Bist ja auch gar nicht direkt aus der Schweiz, ne, sondern ihr habt da einfach, bevor ihr los seid, ne, um die Welt, habt ihr da gelebt. Aber du kommst, glaube ich, ursprünglich aus Deutschland, richtig? Ja, ich bin in Fulda geboren, mitten im Herzen mitten in Deutschland sozusagen, genau. Ja. Und was interessant ist natürlich, oder was du vielleicht nochmal erwähnen kannst, wir werden es auch verlinken, wir haben ja mit dem wunderbaren Marco Port, beziehungsweise es war eine der ganz wenigen Podcast-Episoden, wo ich mal nicht dabei war. So bin ich ja damals selbst auch auf History Clearing gekommen und letztendlich haben wir uns dann auch kennengelernt, Julia und ich. Vielleicht magst du mal in 2, 3 Worten für, so zusammenfassen, was für dich History Clearing überhaupt ist, wenn jemals jemand nicht diese Folge gehört hat
und noch nie was davon gehört hat. Einfach so, was ist es für dich? Gar nicht jetzt, was würde die Karin Maria, die History Clearing in die Welt gebracht hat, unbedingt sagen, sondern was ist so, wie würdest du jemandem erklären, History Clearing, noch nie gehört, was ist denn das, Julia? Sehr schön. Also History Clearing ist für mich eine Möglichkeit, Blockaden, Ängste, emotionale Themen aufzulösen, wo man zum einen merkt, das begleitet mich schon länger, und zum anderen vielleicht auch das Gefühl hat, das ist nicht unbedingt meins. Ja, das habe ich wie mit in die Wiege gelegt bekommen. Und das sind in der Regel eben Themen, wo wir häufig nicht hinschauen möchten, ja, wo in der Familie auch Tabus dahinter stehen, wo man gerne versteckt oder weil einfach, weil es auch unangenehm ist, da so ein bisschen genauer hinzugucken. Und da guckt man einfach mal hin und bringt Licht ins Dunkle. Und das ist, ja, das ist für mich History Clearing. Genau, also während die Folge mit dem Marco auch, wo das dann nochmal viel mehr nochmal beleuchtet wird, wir wollen es ja auch hier nur ganz kurz halten, in dem Fall, nochmal verlinken, da kannst du sonst auch nochmal reinsehen, reingucken als Zuhörerin, als Zuhörer. Und jetzt ist ja so, und das finde ich so spannend, also durch diesen Hintergrund, was ja die Karin Maria, die informiert sich immer sehr gut über die Menschen, die zu ihr ins Seminar kommen, und da wusste sie natürlich dann auch wahrscheinlich relativ schnell, beziehungsweise ihr kanntet euch ja vorher schon, ne? So war das ja. Oder so ist das, ja. Ne? Genau. Und letztendlich hat die Karin Maria dann und mit dir zusammen, also vor allen Dingen, du hast das ja dann entwickelt für Kinder, du hast das schon so ein bisschen gesagt. Magst du so ein bisschen sagen mal oder vielleicht mal am Anfang so ein paar Beispiele mal geben aus deiner täglichen Praxis, was so für Fälle vielleicht mal bei dir waren, vielleicht mal so ein, zwei, so eindrücklich, dass jetzt jemand, der hier zuhört, noch gar keine Ahnung von sowas hat, einfach mal so eine Idee kriegt, aha, da ist jetzt jemand zu dir gekommen mit seinem Kind, das hat keine Ahnung, das und das, und dann habt ihr das und das Muster und so, vielleicht magst du mal so ein, zwei Fallbeispiele aus deiner Praxis nennen, dass wir mal so einen Eindruck kriegen, wie ist das denn überhaupt mit Kindern, also mit Erwachsenen, hast du es jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet, also wie, weil es ist ja wahrscheinlich so, dass man sich jetzt so vorstellt, okay, der Erwachsene, wenn der jetzt so karmische Muster und so, und irgendwie, das sind ja zum Teil auch ganz brutale Sachen, ne? Was weiß ich, Kopf abgeschlagen oder ertränkt und so. Mit meinem Kind möchte ich da vielleicht jetzt nicht so unbedingt hingehen, weil wenn dann jetzt gesagt wird, ach, dir wurde mal der Kopf abgeschlagen im früheren Leben oder in deinen Vorfahren oder so, das ist vielleicht nicht so schön. Aber erzähl mal da so ein bisschen, wie läuft das dann so mit dem Kind ab? Wie ist das mal ein Beispiel? Ja, sehr schön. Also in der Regel ist es so, dass ich erstmal so ein kleines Vorgespräch natürlich mit den Eltern führe, ja, wo man doch sehr intensiv schon mal reinschaut, so, was ist denn zu Hause die große Herausforderung? Und da gibt es im Moment relativ viele Kinder mit der typischen Symptomatik, wie man so schön sagt, Schulverweigerung, ne? Also einfach, wollen nicht mehr in die Schule gehen, und es gibt verschiedene Gründe. Genau, und dann kann man da ganz wunderbar gucken. Im Prinzip schauen wir wirklich, welche karmischen Muster sind bei dem Kind im Moment aktiv. Und anhand von dem, was dann da angezeigt wird, bekommt man eigentlich wie so einen Schlüssel, dass man, wenn man die auflöst, in welcher Reihenfolge auch, dass ich dann dieses Thema lösen darf. Und jetzt gerade so bei der Schulverweigerung ist es ein sehr, sehr differenziertes Thema, ja, wo man unterschiedliche Sachen finden kann. Also bei dem einen Kind als Beispiel war das karmische Muster Kerker aktiv. Und zwar war das im Kindergarten in einem Raum mal gewesen, wo es nicht irgendwie sofort raus konnte. Und das karmische Muster wurde eben aktiviert. Kerker, ja, wo man eingesperrt ist. Und in dem Zusammenhang hatte das Kind einfach dann gespeichert, es kann mir irgendwie überall, kann ich eingesperrt werden, ja. Und dieser Ort tut mir nicht gut, das ist nicht richtig, ich kann da nicht weg, ich habe meine Freiheit nicht und so weiter. Kann man sich gut vorstellen. Und dann will das Kind nicht mehr in die Schule, ganz klar. Und wenn man dann schaut, wo kommt das her? Ja, man kann da wirklich schön nachschauen. Gab es das öfter in der Familie, in der Ahnenreihe, in der weiblichen Ahnenreihe, in der männlichen Ahnenreihe? Man kann schön nachschauen, ist es eben von dem Kind einfach selber. Das kann noch gepusht werden, ja, dass das Kind irgendwelche Filme gesehen hat. Also die Medien spielen eine ganz, ganz große Rolle. Was schauen die Kinder da? Dass das aktiviert wird, nochmal verstärkt wird auch mit dem Bewusstsein, ja, dieser Kerker des Eingesperrtseins. Und all diese Themen
dürfen wir dann auflösen durch das History Clearing, ja, dass man dann wirklich in dieses Bild nochmal reingeht. Ich sehe das wie einen Raum. Also ich habe das Kind bei mir in der Praxis und dann ist es so, ja, dass wir dieses Thema Kerker oder Gefangensein, man kann da je nach Alter dann die richtigen Worte wählen, sehr, sehr gut auch den Eltern entsprechen. Also was so die Eltern dann auch für Wordings benutzt haben, probiere ich natürlich dann auch mit zu benutzen für das Kind, dem Alter entsprechend. Und dann gehen wir quasi in diesen Raum rein und dann bitten wir darum, dass sich alles zeigt, was dem Kind nicht gut tut. Und die Kinder zeigen das unglaublich fein an. Ja, die sagen dann, es tut mir hier am Knie weh. Ich habe auf meiner Lunge einen ganz, ganz festen, ich kann nicht mehr richtig atmen, ja, wie ein Stein auf dem Herzen oder im Lungenbereich. Mir zieht es hier oben am Kopf. Ich kriege einen Ohrensausen. Ja, das sagen die dir präzise. Und dann werden wir das spielerisch einfach schön alles auflösen und wie wir im History Clearing so schön sagen, verwerfen. Und wir verwerfen diese Dinge und das, was wunderbar hinterher ist, ja, wir nehmen dann das Kind aus diesem Feld, aus diesem Raum raus. Ich mache den Raum so klein, wir zerknüllen den manchmal, sage ich ja, dass man den fast gar, also dass man ihn nicht mehr sieht. Oder wir machen das wie mit dem Luftballon, den wir dann aufstechen und dann platzt er und der Raum ist weg, hat sich aufgelöst. Man kann auch ein Zettelchen schreiben, wo man alles, was einem nicht gut tut, drauf tut und zusammen verbrennen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo die Kinder auch viele selber dann Ideen haben, Seifenblasen platzen lassen. Und dann gehen wir in einen anderen Raum, in den Lichtraum, in den Liebesraum, in den Raum der Freiheit. Manchmal darf man die Kinder auch in diesen Raum reintragen. Also da gibt es dann, ich frage dann immer so, was brauchst du jetzt, damit wir den Raum verlassen können? Ja, und dann sagen die, ich brauche den Raum nicht mehr. Ja, wie können wir den denn jetzt auflösen? Ja, und dann haben die wunderbare Ideen. Da sind wir hinterher eben in den Lichtraum. Und da ist ganz, ganz wichtig, die Kinder schön wieder aufzufüllen. Ja, mit allem, was sie brauchen. Liebe zu sich selber, Freude, Begeisterung, akzeptiert sein. Auch da haben die tolle Ideen, was sie dann sich wünschen. Und das holen wir einfach alles. Aus der göttlichen Apotheke kann man natürlich auch ganz, ganz viel downloaden. Und ja, dann hinterher strahlen die. Ich bin auch gerne dann hinterher noch dabei und gebe dir noch einen Schutzraum zum Beispiel, dass sich manche Kinder wünschen. Wir können die Chakren auch alle schön harmonisieren. Die kennen auch viele Kinder schon, also die können die auch zum Teil sehen. Ja, die haben, also da muss man einfach ganz frei sein als Coach mit Fragen und die Kinder haben ganz, ganz süße Ideen und wir setzen es zusammen um, gemeinsam. Weil du gerade sagtest, frei sein. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder ja auch sehr viel fantasievoller sowohl das, was vorher belastet, als auch das, was sie später haben wollen, vielleicht visualisieren oder spüren oder wie auch immer wahrnehmen können und das vielleicht auch viel offener kommunizieren können als so Erwachsene, die dann vielleicht sagen, naja, das kann ja nicht sein oder das, oh, ich will jetzt auch nicht zu gierig sein und oder was weiß ich, also so diese Hemmnisse, die wir ja gesellschaftlich auch schon wieder drin haben, ja, dass die bei Erwachsenen vielleicht tatsächlich schwieriger sind als bei Kindern. Erlebst du das so? Ja. Also Kinder sind unglaublich schnell, sie sind sehr klar, sehr präzise. Und wenn sie das nicht sind, dann ist in der Regel eben Schuldeide und Gelübde, Schweigegelübde aktiv und die schwarze Magie. Und wenn die drei aktiv sind, ist auch das ganz wichtig, ne, sich erstmal darum zu kümmern. Und danach fließt das in der Regel in einer Dynamik. Ja, das ist eine wahre Freude und auch voll mit Wundern und immer wieder neu mit jedem Kind. Ja. Sehr schön. Mensch, ja, ich bin ganz begeistert, allein schon vom Zuhören. Was ist denn so, jetzt hast du gesagt, ein typisches Thema, womit Menschen auch zu dir kommen, ist die Schulverweigerung. Magst du noch mal so ein paar andere typische Themen nennen? Also es ist wahrscheinlich extrem breit, aber was sind so Klassiker, die auf dich zukommen, wo du dann sagst, aha, das ist wirklich eine gute Sache, wenn wir da History Clearing nutzen. Denn, jetzt weiß ich ja auch, du kannst ja auch andere Techniken. Und es ist ja immer so die Frage, auch gerade bei Menschen, die hier zusehen oder zuhören, die auch schon ein paar Sachen gelernt haben, die vielleicht sogar selber coachen, in welchen Gebieten ist denn jetzt History Clearing besonders angebracht, angesagt, besonders erfolgreich deiner Erfahrung nach bei Kindern und Jugendlichen?
Also, was ganz viel Thema ist, ist das Thema Mobbing. Und da ist auch wieder so eine Struktur dahinter an karmischen Mustern. Also es sind meistens so 4, 5 Stück, die einander bedingen, ja, wo man dann wirklich wie in so einer Zwickmühle ist. Also wenn man zum Beispiel Pranger aktiv hat, das ist sozusagen der Schandpfahl, ne, wo man vor anderen niedergemacht wird, dann hat man nicht die innere Kraft, sich dem entgegenzusetzen. Und dann passiert einem das immer wieder. Wenn das jetzt noch gepaart ist mit einem Schweigegelübde, das heißt, ich darf nicht sagen, was ich denke in Freiheit, ich darf nicht aussprechen, ich bin immer wieder zum Schweigen aufgerufen worden. Oder in meiner Familie wird viel erwartet, dass ich über gewisse Dinge nicht spreche. Ja, die Kinder spüren das auch unglaublich fein. Dann gibt sich das die Hand, wenn dann noch so Schuld dazu kommt. Jetzt das zweite karmische Muster. Dass man immer wieder Schuldgefühle hat. Das heißt, ich stehe auf, ich sage vielleicht mal was, schaffe das einmal, mich zur Wehr zu setzen. Und hinterher kommen aber ein Haufen von Schuldgefühlen noch auf mich zu. Und ich habe wieder nicht diese innere Kraft, das zu verarbeiten. Dann wird es unglaublich schwer für das Kind, da rauszukommen. Und da kann man ganz, ganz viel mit History Clearing machen. Also, ja, ein viertes Muster dazu wäre noch die schwarze Magie, ja, wo man wirklich verschlossen ist. Das sind so die typischen Kinder, wo sehr, sehr schüchtern sind, die man kaum aus der Reserve locken kann, die meistens eher still irgendwo in der Ecke sitzen, die bei Übergängen auch große Probleme haben. Ja, das kann Übergang schon vom Kindergarten in die Schule sein oder auch nur der Übergang, jeden Morgen in die Schule gehen zu müssen, wo sich genau diese Elemente dann ganz fein zeigen. Und durch das Auflösen fließt das alles wieder und es kommt wirklich Licht ins Dunkel und das Kind schafft immer schneller, immer mehr wieder in seine eigene Kraft und Stärke zu kommen. Ja, das sind so zwei Sachen, die ich ganz, ganz häufig habe. Was wir auch haben, ist so dieses Kopflose. Ja, wir sagen häufig, das Kind ist kopflos, es kann sich nicht konzentrieren im Unterricht. Ist immer was mit was anderem beschäftigt. Ja, da haben wir auch dieses karmische Muster, enthauptet geworden zu sein, ja, oder wo man geköpft wurde, wo wir dann wirklich diesen Kopf wiederholen mit dem Herz. Wieder verbinden, die Herzenskraft aktivieren, ja, dass man auch dann den Bauch noch dazu geholt, die Intuition, dass das alles wieder harmonisiert wird. Und auch da dieses Thema der Aufrichte ist ganz, ganz wichtig. Ich gehe wieder in meine Aufrichte, die Wirbelsäule wieder schön aufrichten. Das haben wir noch ganz häufig. Oder missglückte Flucht. Also das ganze Fluchtthema hat auch ganz viel mit Übergängen zu tun. Habe ich ganz, ganz viel drin bei den Kindern, wo die Eltern nicht loslassen können, die Kinder können nicht loslassen, die Großeltern können nicht loslassen. Es herrscht ein großer Angstraum, immer wenn es darum geht, Kind fremd betreuen zu lassen, vielleicht auch mal alleine nach Hause laufen zu lassen, ja, dass man sofort immer einen unglaublichen Stress hat. Und das hängt mit dieser Verlustangst zusammen. Man hat plötzlich jemanden verloren. Man hat es nie wirklich verarbeitet. Man ist komplett noch traumatisiert. Und die Kinder bekommen diese ganzen Traumata übertragen von den Eltern. Umso kleiner sie sind, umso intensiver wirkt das Ganze natürlich. Und wenn man das dann auflöst, dann merkt man plötzlich, ja, in der Kita, die Mutter hat kein Problem mehr, das Kind abzugeben. Und kann loslassen. Oder das Kind kann in der Kita aufblühen. Es kann in seine Kraft kommen. Die Eltern sind noch mit dem Kind wunderbar verbunden, aber ohne diese ganze Angst, ohne diesen ganzen Stress. Und so kommt ganz, ganz viel Ruhe und Frieden natürlich dann auch in die ganze Kindergartengruppe, aber auch zu Hause rein, wo allen ganz, ganz schön mitgeholfen ist dann. Wie ist das denn jetzt? Also, wenn ich mich selber in ein History Clearing begebe, dann kann ich ja alles auflösen, was bei mir ist, und würde dann ja auch nichts mehr von dem alten Kram weitergeben. Aber Kinder, die schon in der Welt sind, die müssten ja selber auch nochmal, die haben es ja schon mitbekommen, ne? Die würden auch das History Clearing machen. So, können denn auch neue solche Themen entstehen? Ich meine, wir haben jetzt heute nicht so viel mit Enthauptung und so zu tun, zumindest hier in unseren Breitengraden nicht, aber von dem Pranger haben wir auch nicht. Aber
Können solche Muster auch heute neu entstehen durch Dinge, die uns passieren? Also die können aktiviert werden, ja. Also das ist für mich ist sozusagen der Pranger nur ein Bild oder dieses enthauptet worden sein, ja. Das wird heute nicht mehr gemacht, aber erhobenen Hauptes durch die Lande zu ziehen, sag ich mal, ist auch nicht erwünscht. Ja, also, oder wenn ich im Unterricht mich nicht konzentrieren kann und ihr sagt ständig jemand, ja, konzentrier dich jetzt mal. Du checkst gar nichts. Was ist denn los mit dir? Wo bist du denn jetzt schon wieder? So, ne? Das aktiviert immer wieder dieses Thema. Irgendwie ist mein Kopf nicht mit meinem Körper verbunden. Irgendwas holt mich da immer aus meiner Mitte wieder raus. Und das ist definitiv was, ja, wo dann aktiviert wird. Wenn das immer wieder kommt, auf jeden Fall. Und wir sehen, da kommen wir nochmal zu dem Thema Medien, wir sehen einfach, was die Kinder da konsumieren. Also das ist unglaublich. Ja, diese Strukturen von den Walt Disney-Filmen, wo viele Eltern immer noch sagen, ach, die sind so niedlich und so herzig und so schön. Aber ganz ehrlich, worum geht es denn da wirklich? Schaut man da mal genauer hin? Ja, wie wird man da manipuliert, auf welchen Ebenen, was macht das mit einem? Und viele Kinder sind so sensibel inzwischen, die wollen die Sachen gar nicht mehr gucken. Und andere sind es so gewohnt, weil die schon noch mit ihrem iPad irgendwie einschlafen im Bettchen, die haben da in dem Sinne gar keine Möglichkeit gehabt, mal neutral da drauf zu gucken, ja, was macht das mit mir? Und alle Kinder, die unter 6 oder 7 Jahren sind, ja, die nehmen das alles zu 100% in ihr Unterbewusstsein auf. Das heißt, das ist drinne. Und das wird man früher oder später halt erkennen dürfen den Kindern. Und dann geht es darum, ja, sich dem zu widmen. Und das ist nicht ein Riesending in der Regel. Ja? So eine History Clearing Session mit dem Kind geht wunderbar und in der Regel auch sehr, sehr schnell. Aber es braucht so diese innere Kraft. Ich will da hingucken von den Eltern und ich will das auflösen zum Wohle fürs Kind. Und was ich auch ganz, ganz süß finde, ist so, es gibt immer mehr, also so die Mamas haben sich schon viel auf den Weg gemacht. Aber jetzt in letzter Zeit kommen ganz viele Papas, ja, wo du so merkst, du, die weibliche Ahnenreihe hat schon viele transgenerationale Traumata irgendwie aufgelöst oder sich mal auf den Weg gemacht fürs Kind auch, ja, weil auch da eine andere Bindung da ist. Die sind viel intensiver auch connected miteinander. Und jetzt kommen aber auch die Papas und sagen, okay, meine Frau hat das gemacht. Was ist denn bei mir los und was habe ich denn vielleicht meinem Kind mitgegeben, was nicht so ideal ist? Und es ist nicht zu unterschätzen, ja, da kommen auch wunderschöne Sachen, die das Kind natürlich von den Eltern mitbekommt. Und gleichzeitig, das ist mir immer wichtig auch zu sagen, ist einfach auch so schön, wenn man dann sagt, okay, wir gucken jetzt mal, was ist nicht so lässig. Und da machen wir uns jetzt mal dran. Und da passiert ganz, ganz viel, auch Heilung eben auf der männlichen Ahnenreihe. Das ist so herzig, wie viel Kraft auch da gerade so für die Jungs freigesetzt wird, ja, dass sie endlich wieder so einen starken Papa haben, der aber auch diese innere Wärme, Liebe und Geborgenheit zeigt, in die Präsenz geht, wahrhaft zuhören kann endlich. Wenn du als Kind Angst hattest zum Beispiel, dass wenn man was gehört hat, was man nicht hören durfte zum Beispiel, ja, dann kann es sein, dass man einfach die Ohren verschlossen hat. Und dann hört man seinen Kindern nicht mehr zu, wenn man erwachsen ist. Und wenn man diese Situation sich bewusst macht und schaut, ah, das haben meine Vorfahren hier und da auch schon gemacht, weil die waren im Krieg, und man löst das auf, dann hört man seinen Kindern plötzlich wieder ganz anders zu. Und da passiert so viel Heilung und so viel Freude und es geht ganz, ganz schnell. Und ab welchem Alter arbeitet ihr oder arbeitest du mit den Kindern? Also das kommt nicht drauf an. Es gibt sozusagen wie 3 Möglichkeiten, diese Muster aufzulösen. Entweder ich arbeite direkt mit dem Kind oder ich nehme Mutter, Vater, Großeltern. Großeltern lieben das als Stellvertreter.
Das ist, kann man sich so vorstellen wie beim systemischen Aufstellen. Ja, die drehen sich quasi in die Energie ein, sind dann im Energiefeld des Kindes. Wir arbeiten zusammen, sie nehmen alles wahr, was bei dem Kind drückt, zieht und nicht gut ist, ja, was sie einengt, belastet. Wir lösen es zusammen auf. Oder eben, ich kann auch einfach hier zu Hause im Stillen mit dem Surrogat arbeiten. Das kann ein Teddybär sein. Ich habe das zum großen Teddybär. Ist, würde ich sagen, so einen guten Meter groß. Und dann mit dem kann ich wunderbar meine ganzen Muster hier zu Hause lösen. Und dann gibt es einfach ein schönes Review und Feedback. Und ich zeige halt auch, was wir aufgelöst haben. Und das ist gerade jetzt bei kleinen Kindern, wie Babys, kann man da wunderfein ja, arbeiten. Und in der Regel ist natürlich so derjenige, der sich aufgerufen fühlt, jetzt dahin zu gucken, ja, ob es jetzt Mutter, Vater oder Großmutter ist. Die Großmütter oder Väter wissen halt, welche gigantische Belastung so ein karmisches Muster in einem Leben bedeuten kann, weil die so viel Erfahrung gesammelt haben, ja. Und wenn die sich auf den Weg machen, dann sieht man, wie in der ganzen Ahnenreihe das Feld, ja, wie eine neue Dynamik bekommt. Und das ist total herzig natürlich auch. Schön. Was sagst du denn zu Eltern, die zu dir kommen und sagen so, ja, ich möchte mit meinem Kind zu dir kommen, aber wie erzähle ich dem denn das, was wir da machen? Was soll ich dem denn sagen? Ich sage einfach immer, stell dir vor, du hast einiges in deinem Rucksack und das gehört gar nicht zu dir und das brauchst du nicht und es macht dein Leben einfach nur schwer. Und jetzt wollen wir das loswerden. Und die Eltern haben dann meistens auch Ideen, so, wo sie merken, weißt du jetzt irgendwie, wir waren schon mal wandern. Und dann hast du am Anfang, ich weiß nicht, die Trinkflasche und das Essen und alles da drin in deinem Rucksack. Und am Abend, wenn man wieder runterläuft, im Berg-Kuh-See leicht geht, dann ist alles aufgegessen und du hast es verarbeitet in deinem System, integriert und alles ist gut. So, das ist so ein ganz, ganz tolles Bild, das man in der Schweiz wunderbar nutzen kann. Und die Kinder haben aber da auch in dem Fall viele eigene Ideen, ja, wo sie so merken, ja, Mama, da drückt's und ich weiß nicht genau, was das ist. Und dann einfach die Offenheit zu haben und zu sagen, okay, wir schauen mal hin. Kommt es immer wieder, dann wird es spannend. Oder ist es halt einfach im Moment eine Entwicklungsphase, wo wir uns gegenseitig unterstützen und da muss man auch nicht so tief reingehen. Und das zeigt sich aber natürlich dann sofort. Wenn man die karmischen Muster analysiert, ja, wenn man wirklich reingeht und guckt, wie viele sind aktiv im Moment. Und dann weiß man sofort, okay, da gibt es einiges zu tun. Oder es ist jetzt einfach eine Entwicklungsphase. Und dann gibt es schöne Sachen, wo die Eltern auch eigene Ideen haben. Was braucht es im Moment, um das Kind zu stärken? Also auch da darf man ganz fein hinschauen und gucken, was braucht es jetzt im Moment wirklich zum Wohle für die gesamte Familie und natürlich vor allem dann auch für das Kind. Ich würde niemals irgendwo was, wo wir würden, also im Englischen sagt man diggen, ja, dass man sowas suchen geht, sondern es geht wirklich dahin, hinzuschauen, kurz zu analysieren und dann zu sagen, wir wollen es loslassen, weg. Ja, das geht immer, das finde ich so schön auch am History Clearing, diese Leichtigkeit, diese Geschwindigkeit, diese Freiheit, die danach dann in einem herrscht. Ja, da geht es wirklich nicht darum, jetzt lange darüber zu reden, was sind denn die Probleme und was kann das noch alles bewirkt haben, sondern hey, zeig mir, was ist nicht gut? Und wir sehen es und wir dürfen einfach sagen, nein, danke, ich brauche das nicht mehr. Und dann lassen wir das los. Hast du auch feststellen können, dass es bei körperlichen Themen, Schrägstrich Erkrankungen, dass das auch was mit karmischen Mustern zu tun hat, also gerade bei Kindern und Jugendlichen? Und wenn ja, vielleicht kannst du auch mal ein paar Beispiele nennen, was du so erfahren durftest schon. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und auch wieder sehr vielschichtig, finde ich. Also so bei Hauterkrankungen merkt man immer wieder dieses Auspeitschen, wenn man als karmisches Muster haben, wo ja sich die Haut einfach immer wieder rötet, nicht zur Ruhe kommt, sich schuppt, eine hohe Sensibilität herrscht, auch wenn einer nur in die eigene Nähe kommt. Und wenn man da
dieses Auspeitschen auflöst, passiert in der Regel schon ganz, ganz viel. Was für mich da immer noch wichtig ist, ist auch den Körper auf jeden Fall zu reinigen und zu stärken. Das ist ein ganz, ganz großes Thema bei den Eltern, jetzt wo wir mit dem Power arbeiten, wovon du ja auch immer, also mir auch viel beigebracht hast in Bezug auf das Thema. Das benutze ich häufig auch bei den Kindern, einfach als Support auf der physischen Ebene, um wirklich eine gute Grundlage zu bilden, dann den Körper zu entlasten. Dann so, was ich kenne, sind die Augen, ja, dass man bei den Augen nicht so gut sieht. Wo, wenn man die Blendung rausgenommen hat und dann würde ich natürlich auch weitergehen oder habe ich auch häufig gemacht, in die Aurachirurgie, die Augen wirklich nochmal zu reinigen, auszuspülen, die Seelenverbindung nochmal herzustellen, also zu stärken auch, weil die Augen sind, ja, sind unsere Seele, ja, wir gucken in die Seele des anderen, wenn wir in die Augen gucken. Und wenn diese Verbindung gestärkt wird, dann kriegt man auch wieder einen klaren Blick. Ja, man darf auch wieder aus seinem Inneren heraus ganz, ganz schön seine eigene individuelle Art zum Ausdruck bringen. Und wenn ich mir das erlaube, dann zeigt sich das auch in meinen Augen. Und das ist sicher ein ganz, ganz großes Thema. Das mit dem Ohr hatten wir schon, ja, die es nicht hören wollen, nicht hören können. Da gibt es viele karmische Muster, wie das mit den Bomben, ja, wo man was gehört hat, was man nicht hören durfte. Gab es viel im Mittelalter auch Elemente, wo man sich so gegenseitig Sachen erzählt haben, die nicht stimmen. Ja, dass man wirklich diese ganze Energie rausnimmt und dann die Ohren schön putzt. Ja, und dann kann man wieder richtig hören. Und auch vielleicht noch mehr hören, als man vorher gehört hat, im Sinne von größere, komplexere Zusammenhänge auch audiotief konkreter wahrnehmen. Ja, im Konzert kann man das vielleicht als Beispiel nutzen. Da hört man vielleicht vor allen Dingen die tiefen Töne vom Kontrabass und wenn das alles aufgelöst ist, dann bekommt man Zugang auch zu den Violinen und den Bläsern und das klingt auf einmal schön. Und gerade so bei den sensibleren Kindern, also es gibt einfach viele Kinder, die haben heutzutage sensiblere Sinne. Und wir als Erwachsene können das kaum nachvollziehen. Das habe ich in der Kita unglaublich viel erlebt. Und wenn man diese Sinne dann auch wieder so ein bisschen harmonisiert, dass die Kinder das gut aushalten können, ne? Diese ganzen Geräusche hier in dieser Welt, hilft denen das auch ganz, ganz viel. Und auch da helfen natürlich die karmischen Muster, die rauszunehmen, harmonisiert auch da das ganze System. Hier jetzt in den USA, das finde ich noch super spannend, ist alles so laut. Ob das das Auto ist, ob das der Kühlschrank ist, die Flugzeuge, die Straßenbahn, alles ist so laut. Also das ist für mich so im Kollektiv der Amerikaner, auch in Kanada oben war das auch schon so, so eine Lautstärke an Geräuschen, dass so viel Energie da abgezogen wird, auch physisch, um dann bei sich in der Mitte auch anzukommen, dass ich sage, da ist es sicher spannend, auch mal genauer hinzugucken, was kann man da an karmischen Mustern ganz konkret auch in Ländern erforschen, die da besonders aktiv waren in den letzten Jahren, im Kollektiv auch. Jetzt erzähl mal, denn das hast du ja entwickelt, eine wunderbare Ausbildung auch, da möchte ich auch noch mal zwei, drei Worte mit dir wechseln. Erzähl mal vorweg, was ist die Voraussetzung? Also wenn man jetzt das hört und sagt, boah, cool, History Clearing für Kinder, das möchte ich auch lernen, das klingt so toll, ich arbeite vielleicht sowieso schon mit Kindern zusammen oder habe es vor. Was sind die Voraussetzungen? Und dann erzähl noch mal so ein bisschen, was beinhaltet die Ausbildung, wie funktioniert es? Also die Voraussetzungen sind im Prinzip, ja, dass man einfach die normale Ausbildung macht. Für die Erwachsenen die History Clearing Ausbildung, so die ersten drei Module. Und dann kann man danach eben auch das Modul mit der Kindersprache machen. Und vom Inhalt her ist so, es gibt 34 karmische Muster oder wir sagen auch transgenerationale Traumata. Und wir lernen dann quasi kennen, wie zeigt sich dieses transgenerationale Traumata, also woran erkenne ich das? Das ist ganz, ganz interessant, wenn man dann unterwegs ist auf der Straße, dann fällt einem am Anfang unglaublich viel auf. So,
Ja, was die Menschen alle so mit sich rumtragen, nur aufgrund der Bewegung oder der Sprache, die sie benutzen. Und ja, wir lernen dann den Körperpanel kennen, wo es darum geht, wirklich so ganz klar angezeigt zu bekommen mit dem Kunden, wo ist ein Muster aktiv oder eben auch nicht aktiv, dass man das gut abcheckt zusammen. Und auch immer, wenn man ein Muster aufgelöst hat, gucken wir am Ende nochmal, ist es auch wirklich aufgelöst oder dürfen wir mal irgendwo noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, und dann gibt es einen ganz tollen Leitfaden, wo man nochmal reinschaut, okay, wo zeigt sich das, wie zeigt sich das, wo ist eine Synergie zu den Elementen, die der Kunde mitgebracht hat, eben dann der Leitfaden, wie löse ich das auf? Und hinterher nochmal das Nachtesten, ja, ist auch vollumfänglich auf allen Ebenen aufgelöst. Und bei den Kindern ist es tatsächlich so, dass wir einfach eine ganz, ganz feine Kindersprache entwickelt haben. Ne? Wie kann man das mit den Kindern dann konkret umsetzen? Oder wie zeigt sich das bei den Kindern? Weil bei den Erwachsenen ist es schon so, dass halt einfach durch die Zeit, die geflossen ist, man schnell erkennen kann, okay, das sind Themen, die sich immer wieder wiederholen und ein bisschen in anderen Facetten zeigen. Aber das, was das Urthema dahinter ist, das bleibt stabil. Also ist es wichtig, dahin zu gucken. Und das erkennen die Erwachsenen in der Regel dann auch, wenn man das thematisiert oder es offensichtlich ist, durch das Austesten, ja, das ist aktiv. Und bei den Kindern geht es darum, wirklich ganz fein hinzuschauen. Die haben so viel eigene innere Kräfte, die noch harmonisierend wirken und auch Unterstützung, dass wir da ganz, ganz fein hinschauen und sehr spielerisch und leicht natürlich dann einfach an die Themen rangehen. Also ein Beispiel, ich hatte mit dem einen Kind so süß gearbeitet und wir hatten innerhalb von einer guten Dreiviertelstunde hatten wir schon 5 Themen aufgelöst, haben ein Päuschen gemacht, einen Kakao getrunken und dann weitergemacht und dann waren einfach 8 Muster hinterher aufgelöst und das war so spielerisch und floss so schön ineinander über. Ja, man kann auch zu den Kindern nach Hause fahren, wenn das irgendwie unterstützt. Oder man als Coach auch einfach ja, das als den perfekten Raum wahrnimmt. Ja, ich habe da mein Köfferchen, da sind alle meine Sachen drin. Da haben wir für die Kinder ganz andere Sachen, da haben wir ein Laserschwert. Ich habe immer meine Seifenblasen dabei. Die Kinder lieben diese Stimmgabel ja, zum Harmonisieren. Die setzen sie sich auf den Kopf, an die Knochen, wo irgendwo Schmerzen. Allein die Sätze. Ich sage ja zu meiner Vergangenheit, lasse sie dankbar los und segne sie. Das ist so kraftvoll und das sprechen die Kinder nach und dann siehst du, wie die hinterher leuchten und die vergessen diesen Satz auch nicht. Und das sind so Elemente, die bei den Kindern da ganz, ganz schön fließen. Oder sie haben auch eigene Ideen. Ich sage dann auch, wenn ich weiß, die und die Muster sind aktiv, jetzt guckst du mal in deinem Spielzimmer. Was hast du da drinne? Was du brauchen könntest, wenn wir dann die Session zusammen machen. Ja, und dann haben die da schon ihre lustigen Zauberstäbe oder frag mich nicht, die haben auch so von irgendwelchen Filmen irgendwelche Helfer zum Teil, die sie sich dann dahinstellen. Also da kommt einfach dann alles wirklich ganz, ganz süß von den Kindern in der Regel. Ja, wie Was von gut ist, selber. was man dazu auch noch sagen darf, wer das jetzt hier hört oder sieht, ihr müsst nicht nach Amerika zur Ausbildung, sondern es ist online und auch mittlerweile die, ich sage jetzt mal, Grundausbildung, das, was die Julia erwähnte, für die Erwachsenen, also das ganz normale Studium gibt es ja inzwischen auch online oder halt offline, je nachdem, wie man das mag. Vielleicht kannst du noch mal ganz zum Schluss was sagen, Julia. Wir werden natürlich alles von dir verlinken, das heißt, also jemand, der Kontakt mit dir aufnehmen will, der wird dann die Möglichkeit haben. Gibt es sonst irgendwie eine andere Möglichkeit noch, wenn man jetzt sagt, ich möchte jemanden vor Ort haben, kann ich nach Amerika kommen? Also wie kann ich jemanden finden, der History Clearing auch gerade mit Kindern macht? Gibt es da schon eine Möglichkeit oder wird es das geben oder wie ist da gerade der Stand? Ja, also wir haben, glaube ich, ungefähr 20 History Clearing Kids Coaches, vor allen Dingen in Deutschland, auch in der Schweiz, einige. In Österreich bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Und
Man kann auf der Website von History Clearing in der Area, in dem District, jetzt bin ich im Englischen, sorry, aus der Region über die Postleitzahl gucken, ja, welche Coaches da sind und dann eben explizit nachfragen, auch ob die jetzt die Kindersprache in dem Zusammenhang auch schon, ja, leben, umsetzen, aktiv sind in dem Maße. Das müsste man dann wirklich nachfragen. Also die, die das machen, die zeigen das auch an, auf jeden Fall. Sehr schön. Gibt es noch zum Abschluss irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen, wo du sagst, das wäre dir aber noch wichtig, das zu erwähnen in diesem Zusammenhang mit History Clearing für Kinder und Jugendliche? Ja, ich wünsche mir einfach, ja, von ganzem Herzen, dass diese Freiheit, die Liebe, die Gelassenheit, die Würde so in diese Haushalte der Familien wieder noch mehr einkehren darf. Ne? Das ist so dieses Thema, was mich zutiefst berührt und was ich einfach durch die Arbeit ganz, ganz fein beobachten darf. Und für mich ist auch eine ganz große Vision tatsächlich auch die Fachkräfte, ja, die mit Kindern zusammenarbeiten, seien das Lehrer, können auch Jugendliche, Professoren, was auch immer, Erzieher in dem Bereich zu schulen und da einfach für Bewusstseinsprozesse zu sorgen, weil wir können da sehr leicht und spielerisch ganz, ganz, ganz viel für die Kinder tun. Und ich denke, alles, was wir da machen, ist einfach ein Segen für diese Welt. Und ja, das ist so das, was ich mir einfach wünsche. Also wer Interesse hat, einfach Gerne bei unbedingt Julia melden, der das jetzt gehört hat und vorbeikommen, im Kindergarten anfangen. arbeitet, an der Uni, in der Schule. Gerne immer bei Julia melden. Super. Packen wir alles in die Ja. Shownotes, schaut mal rein. Aber du kannst ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, manche sind ja ganz visuell bzw. auditiv unterwegs. Hast du eine Webseite? Wenn ja, wo findet man dich? Ja, ich habe eine Website, das ist goldenreset.world oder auch einfach unter juliawegner.com. Da steht jetzt nicht so viel, da wird man relativ schnell dann rübergeleitet. Ja, und natürlich LinkedIn und so weiter kann man Perfekt. nicht überall finden, aber so Julia Wegner reicht in der Regel schon. Super. Dann vielen lieben Dank. War mir eine, oder uns, ich spreche mal von Martin Ja. mit, Nick, eine große Freude und Ehre. Alle, die das jetzt gehört haben, die mit Kindern zu tun haben, verteilt und ja, bringt es in die Welt hinaus. Diese Podcast, dieses Interview, History Clearing für Kinder, dass einfach immer mehr Menschen davon erfahren. Und denn nur wenn wir was wissen, können wir auch hingehen, können wir das lernen, können wir sagen, hier, das ist vielleicht was für mein Kind. Und brauchen ja immer dieses Bewusstsein erstmal. Das wollen wir hiermit schaffen. Das heißt also, verlink das gerne, teile das gerne, wenn du es jetzt auf Facebook, auf Insta, wo auch immer, auf YouTube siehst. Freuen wir uns sehr und sind dir super dankbar. Tausend Dank, liebe Julia. Und da wird bestimmt nicht das letzte Interview sein. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Gut, dann. Dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch eine schöne Woche. Alles Liebe, fröhliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.